gebe ich die Bütt frei für einen Mainzer, der eine Entfettungskur hinter sich hat. Salat.
Und dann machst du einen Knicks und sie schnappt mich am Arm. Seht, mach, dass du fortkimmst, der Schinke wird warm. Und als letzte der Gäste kam unsere Mutter. Das Herz voller Liebe, die Handasch voll Butter. Die hatte zum Abschluss die Wohnung gesäubert und Buffet von sämtliche Reste geräubert. Die hatte geschickt an ihr Kleider trabiert, die hatte Erfahrung, sie ist raffiniert. Ihren Hut war geschmückt mit 6 russische Eier. Und 4 Scheiben Schnittkäse, die hingen als Schleier. Da vorne runter wie etwas Abstraktes. Die Brust voller Stolz und 2 Kilo Gehacktes. Von dannen zu mundere Tade, am Hals hing ein Kett aus gefüllte Tomate und sie zieht an der Quaddel ein 3-Pünder Hummer. Der Hausherr steht draußen und guckt voller Kummer. Da seht ihr, was ist dann, sie werden ja ganz blass hier. Es war höchste Zeit, er muss dringend aufs Gas hier. Das war eine Freude, Freitag haben wir gegessen. Und wie sie verputzt waren, die Delikatesse, da hat's dann gehäse, ich pfeife auf den Krampf, es gibt nur Errettung, mir bade in Dampf. Und wir haben die Wäschküche, obwohl sie veraltet, mit einfachen Mitteln zur Sauna gestaltet. Ich sitz in dem Kübel und fang an zu schwitzen. Und die kotze ich die Schmüllen, guckt raus durch die Ritze und sieht durch den dampfenden Nebel den Feuchte. Er stickt vor meinem rosanen Bauchnabel heischte und da rennt sie das Haus und da kreischt doch das Flitsche. Moje gibt's Waschzupf, die Wutzleid im Bitsche. Dann hat man uns Obstdache wärmstens empfohlen. Ich kann euch bloß sagen, der Teufel soll's holen. Dann dauern das Obst, das ist gar nicht so ohne. Am vorletzten Mittwoch, am Tag der Zitrone, da hat uns ein Opa, das ist nicht gelogen, auf 1,20 Meter zusammengezogen. Am nächsten Tag gab's dann nur Brennnesselblätter. Und da sind wir mit Kohldampf zurück in die Bette. Ich sag, gute Nacht, Schatz, was sein muss, muss sein. Und da knurrt sie mir Haare und dann schlief sie ein. Und um 5 wär ich wach, mir klappt es ja kaum. Sie krallt sich ans Deckbett und babbelt im Traum. Erst retze von Sehnsucht und dann hör ich leis. Ich könnte dich fressen, ich liebe dich heiß. Da kam ich in Stimmung, ich rufe Hurra. Ich kenn deine Wünsche, ich bin ja schon da. Und da werd sie wach, ich denk an nichts Schlechtes. Sie öffne die Augen, ein linkes, ein rechtes. Und seht, ich hab Hunger, du narrischer Gimpel. Ich träum vom Truthorn und nicht von der Simpel. Hat dann einer gesagt. Und da haben wir uns gleich auf die Socke gemacht ins Sanatorium des Dr. van Raute. Das Ding ist der Treffpunkt der Haute vor Laute. Der Doktor ist prima, sie ist nicht übertrieben. Der hat mir sofort eine Kneippkur verschrieben. Ich sage, Herr Doktor, da kann ich nicht bleiben. Mir habe in Mainz über 200 Kneipe. Die werde ich besuchen. Am Montag geht's los. Mein Bauch ist so dick und mein Dorsch ist so groß. Und wenn ihr mich trefft und ich bin mal blau, sie ist ärztlich verordnet, drum Prost und Hello! Und als nächstes, liebe Leute, richtig putzig Lied bereit. Ja, der Speck, der hat uns animiert, weshalb wir nun auch unzensiert mit klassisch kessem Tango-Schritte zum Mainzer Wutze-Tango, bitte. Legt die Sau mit ihrem Eber einen Tango aufs Parkett. Ja, da schwappelt das Kotelett und so manches Kilo Fett und wiegt sich Wutzebauch an Wutzebauch im Takte. Fahren sei Komplimente ihr bis ins Gehackte.
ja, wenn der Eber mit der Sause Runde dreht, klingt's beinahe menschlich, was er zu dem Wutz hier seht. Er sieht dein Schinken, ist schön durchwachsen, du siehst so rosig aus, so schöne stramme Achse. Du bist der Traumwutz von deinem Schnutsche bis ans Heck, du bist saustark, den Moment greift praktisch weg. Ich träum von dir nur, wo ich auch gehe. Du bist die einzige Wutz in Mainz, auf der ich gehe. Komm, sei mein Klumpenwutz, mein Blutz, mein Labeohr. Dann schiebt er klassisch sein Tango-Eisbär vor. Dann legt der Eber mit der Saunenflotte Tango aufs Parkett. Und es schwappelt das Kotelett. Und so manches hier wird nun plötzlich Wutzbau an Wutzbau. Ganz zackig. Daumen kracht ins Fleisch und's Bauchlöpfchen wird knackig. Und fragt der Eber leist, die Sau wirst du heute mein. Auch die einfach nur, vielleicht hast du ein Schwein. Ohne Wasch, ohne Wein, gegen echte Mainzer Eu. Ohne Wasch, ohne Wein, gegen echte Mainzer Eu. Wenn den Wumbach schlachtet, ist doch Glockner auf der Putz. Die Nachbarschaft bringt's ganze Jahr, der Apfel fährt die Wutz. Und wenn die Wutz schlecht mit die Schüssel und Cäsar etwas trau, kriegt die von uns ein Mädchen in auf der Fetzke ab. Ohne Wasch, ohne Wein, gegen rechte Mainzerei. Ohne Wasch, ohne Wein, gegen rechte Mainzerei. Als nächstes ging die Wäuflasch raus, dem Mädchen der Potasch. Und wenn der Kerl den halben kriegt, dann dreht er abgewascht. Dann hole mir die Musik raus, den Klebe in den Stall. Noch eh die Wasch am Damm ist, doch sing es schon kalt. Ohne Wasch, ohne Heu. Ein kleines, zwei Schnaps, ein Pico. So geht's von morgens bis abends, alle Wahlsangsto. Unser Wahlspruch steht groß hinterm Buffet zur Linken. Man soll am Essen nie sparen, lieber einer mehr trinken. Das ist schon seit Jahren meinem Schaser Reklame. Ich führe ihm die Wirtschaft und führe auch sein Name. Aber der ist so rechthaberisch, hat heute Abend gesagt, es wäre 7.40 Uhr, dabei war 20 vor 8. Also unser Lokal ist bestens bekannt, befindet sich noch in deutscher Hand. Ist außerdem sehr leicht zu finden. Steht eine Kastanie vorm Haus, Gasthof zur Linde. Bei uns hat alles in Ordnung. Letzt kam ein Mann, der wollte Bier holen am Schalter in einer Kanne. Zudem muss ich sagen, Herr Schmidt, tut mir leid, hier steht Verkauf über die Straße, der wohnt auf unserer Seite. Halt Mittag ein Gast, also der hat einen Knall, der wollte Schnecken in Weißwein. Und die waren gerade all. Sagt, sie sind im Moment ausgegangen. Frech doch der Blöde, wann sie wieder zurückkommen, Dede.
Unseren schlimmsten Stammgast ist der Meier in ihren Jack. Der trinkt 18 halbe und bezahlt mit dem Scheck. Von denen checkt uns immer Rabatt, was bei denen gedeckt ist, ist höchstens die Katz. Er staust ja als Wirtin rum wie ein Wissel. Einmal kriegt mit der Zeit hier einen Riss in die Schüssel. Schlag zum hintersten Gast, wie es halt so ist, wäre 50er Zicker aus der 20er Kiste. Bei uns verkehrt ein Herr Rektor. Fromm ist der, aber der trinkt ja nur Kirschwasser und Klosterlikör. Heut fräscht er meinen Schaum, er soll es nicht glauben. Lesen Sie Böll, ne, seht er nur Traube. Als Mittagengast, der hat nicht alle Zinke im Kamm. Beschwert sich, dein Brötchen wäre so nass wie ein Schwamm. Trage viermal Tee Bier, sag ich, in der Wirtschaft ist warm, da schwitze sie auch wie ein Aff unterm Arm. Warum sein Wald trüb wäre, frisch letzte und Unkel. Sagt er sich spät lest, damals war es schon fast dunkel. Sein Glas wäre noch staubig, der hat einen Humor, das war ein trockener Wald, da kommt sowas vor. Unser Apfelwein ist bestens bekannt, im Volksmund auch Dalli Dalli genannt. Nur sollte man nach Möglichkeit diesen niemals vor einem Husten genießen. Er wird oft mit dem Namen Sauser bedacht, man schafft 100 Meter in 9,8. Auch unser Hausmacher Leberwurst nicht zu vergessen. Und was da all drin ist, wir tun sie selbst ja nicht essen. Auch für die Hygiene müssen wir sehr viel tun. In die Kiste die Mücke lassen uns keine Ruhe. Wir haben einen Fliesenschrank gehabt, der kommt mir jetzt aus dem Haus, bis der Ärmig da drin hat, fliehen drei Stücke raus. Unsere EEG-Wirtschaft ist international, aus allen Nationen haben wir Personal. Einmal kriegt ja kein Deutsch, das ist ein schlechtes Zeichen. Die tun im dritten Lehrjahr die Rente erreichen. Wir haben einen italienischen Ober, 2 Zentner Gewicht, kommt aus der Gegend vom Po, man sieht es am Gesicht. Wenn der Schnecke serviert, behäbig und schwer sind die Schnecke am Tisch als früher wie der. Kann euch nur sagen, dick ist der Bursch, der ist auf dem Luftweg gekommen, der käme am Brenner nicht durch. Der spricht kein Wort Deutsch, unsere Gäste sind sich ähnlich, die sprechen fast all jetzt perfekt Italienisch. Bestelle zum Beispiel bei unserem Alberto statt Handkäse mit Musik Stingadores Concerto. Und dann unser Butz war gar nicht so dumm, eine Griechin kriecht bei uns auf dem Boden rum und die hebt so beim Butz. Ich hab auch erst gestutzt, die hat früher beim Kaufhof die Rolltreppe geputzt.
Dann unseren Hilfskellner Traugott. Der hat eine lange Leitung. Bestellt mir ein Käseblatt, bringt er die Zeitung. Steht letzt im Nachthemd vorm Buffet und tut sich genieren. Dabei soll dein Apfel im Schlafrock servieren. Die Vorschwoch beim Servieren der Kontinentale ist dem in Klöste Frau Landrat in den Ausschnitt gefallen. Mein Schorsch springt gleich zu, sagt gestatten verehrte, sticht mit der Gabel einen neuen verwischte Verkehrte. Mein Schor bedient auch, wenn's einmal pressiert. Heute hat er mit Gast eine Schüssel Fleischbrie serviert. Der Gast war begeistert. Die wär geschmacklich apart und der Lappe Fleisch, der wär butterzart. Und hinten aus der Kisch hat die Mamsel geknurrt, ihr Spielwasser mit dem Lumpe wär fort. Bei mir kennt der Esse quer durch die Garde, ein Schnitzel haben ja längst 30 Arten. Zigeuner, Champignon, Paprika, Rahm, Wiener, Pariser, flambiert, kalt und warm. Wenn ein Schnitzel mal abbrennt, was auch mal passiert, wird als Schnitzel à la Malheur dann serviert. Jetzt fällt mir gerade euch, was ich noch will, ich hab hier daheim noch einen Handkäse im Grill. Was ich hier gesagt, war Spaß und nicht mehr. Wenn's zutrifft, es höchstens rein zufällig wäre. Mein schönstes Trinkgeld wäre, wie mir so sagt, wenn ich euch als Wirtin Freude gemacht. Hello. Ganz aus dem Rezept. Das heißt doch nicht Rezept, das heißt doch Konzept. Ach, hey, doch offen, das sei doch ruhig. Das ist doch das, wenn der König auf dem Thron sitzt und hat das in der Hand. Das ist das, was du meinst. Nein, nein, das Rezept, das ist ein Teil von der Insignie. Nein, nein, nein. Insignie, die hat mir meine Frau aufs Taschentuch gestickt. Nein, nein, das weiß ich aber jetzt genau, das in Italien. Nein, in Italien war ich im Urlaub und habe mich im Schatten von der Pyramidone, von den Strapazen des Alltags ausgeruht. Aber was? Pyramidone, das ist doch ein Kopfwehmittel. Nein, das ist pigmental. Aber was Pigmente, das sind die Dinge, die du. Nein, das sind Pygmäe. Ah, Pygmäe sind kleine Menschen. Nein, das sind Lipizzaner sind das. Aber was? Also, Lipizzaner, das weiß ich aber jetzt ganz bestimmt. Lipizzaner, das sind die Pferde, die im Hippodrom rumhippen. Nein, nein. Wenn man Schulden macht aufs Häuschen, dann nimmt man Hippodrom aus. Keine Ahnung, das ist doch eine Hypothek. Nein, nein. Wenn in einer Gaststätte nach Schallplatte getanzt wird, das ist eine. Nein, das ist eine Diskothek. Nein, nein. Das ist, wenn du ganz billig einkaufen tust, dann kriegst du Rabatt. Nicht wahr? Da kriegst du das ist Diskont. Nein, dies konnte sie so rundscheib, die Liesel Westermann, die tut die so ganz weit. Das ist doch der Diskurs, Mensch. Nein, was du meinst, das ist, wenn der Staat etwas finanziert und da kommt das Geld vom Diskurs nicht. Nein, das ist der Fiskus. Nein, das ist verkehrt, wenn ich mich auf dem Fußballplatz am Knie wehtue, nicht wahr? Und dann ist das, da habe ich mir den Fiskus verletzt. Nein, das ist der Meniskus, gell? Da gehst du zum Doktor und der verschreibt ein Rezept. Rezept? Also bin ich doch aus dem Rezept gekommen. Ui, 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 ui. Au! Wollte entdecken und landeten auf dem Mond. In der Strecke hässlich, die Frage ganz lässig, ob sich das wohl auch lohnt. Der Russe, ihr Sonne, dort nicht landen konnte, der
draußen steht jetzt ein Kulissenschieber aus Bonn. Ich komme wieder mal direkt aus der Bonn des Hauptstadts. Ja, laute Bekannte hier heute Abend. Also in Bonn, da haben wir ein Theater. Ja, mit uns, da kann der Staat Staat machen. Aber wir mit ihm kein Theater. Naja, mit dem Staat, da kommen wir ja auch aus. Aber nicht mit dem Etat. Das deutsche Theater ist ja kein Ohne-Sorg-Theater. Nein, das ist schon mehr eine Drei-Groschen-Oper. Ja, hätten wir in unserem Haus halt so viel Groschen wie Personal. Ja, am Personal, da fehlt's uns nicht. Denn wer möchte nicht gern mal bon vivant sein und den ersten Helden spielen oder sogar den Charmeur? Nur ein Typ, der ist nicht gebracht, der Hans Wurst. Aber den macht sowieso immer einer. Was wir natürlich brauchten, das wären ein paar mehr, die auch etwas darstellen. Ja, zum Beispiel so ein Charakter. Nur gegenwärtig hat ja nur jemand Zukunft mit Vergangenheit. Aber die Kammerspielchen und das intime Theater muss schon einer beherrschen. Denn auch der Weg zum Staatstheater geht als über die Schmiere. Da ist die Einbildung oft spürbarer als die Ausbildung. Ich meine, was die natürlich unbedingt brauchen, das sind Stimmen. Nun haben wir ja eben wieder mehr Akteure als Statisten. Ja, und das lässt sich sogar statistisch nachweisen. Und mit Sicherheit sind einige der Akteure Schauspieler. Und sprechen können die. Auch wenn sie nichts zu sagen haben. Aber gerade die können dann ganz exzellent mimen. Ja, sie müssten mal so dabei sein, wenn bei uns die Rollen verteilt werden. Ja, da fällt schon manch einer aus der Rolle, ehe er überhaupt eine spielt. Wer dann aber irgendwie engagiert ist, na, der möchte natürlich auch ins Fernsehen. Und recht oft ins Bild.
Ja gut, das ist nur halt heute mal so der Trend zur Mattscheibe. Aber was halte ich mich denn mit den paar Prominenten auf? Denn während vorne die der freien Rede mächtigen sich genau an ihren Text halten, da wird hinter den Kulissen ganz ungeschminkt der nächste Akt schon vorbereitet. Ach, ist denn das immer eine Hetze? Was wird da geschoben? Und gebohrt? Und was so unser einer in mühsamer Kleinarbeit beischafft, das wird von anderen wieder rausgeschleift. Oh, wir haben auch schon manche große Leuchte ausgeschaltet. Ja, man soll auch nie zu viel Licht in die einzelne Szene geben. Ein bisschen was soll immer im Dustern bleiben. Und deshalb auch viel Schwarz. Im Hintergrund. Ja, das täuscht einen weiten Horizont vor. Also ich kenne mich da ja aus. Und ich weiß auch genau, was so über die Bühne geht. Deshalb brauche ich ja auch keinen Führer mehr. Übrigens, wisst ihr überhaupt, was heute alles so gespielt wird? Also im großen Welttheater, da haben wir vorwiegend Banditenstreiche. Ab und zu Liszt, Händel und Grieg. Und dann haben wir auch noch Don Carlos, Schiller. Ja, auf den Schiller können wir nie verzichten. Nee, schon wegen der Räuber. Also was die sich schon so eingespielt haben, der Karl und der Franz heißt. Was lacht ihr dann? Ich hab's doch noch gar nicht gesagt. Naja, aber da spricht ja auch keiner mehr drüber. Nein, heute, da spricht man nur noch vom unsterblichen Strauß. Oh. Musik und Schwung. Geschliffen Wort auf Brettern, die uns Welt bedeuten. Auch mal den Götz am rechten Ort. Verbrämt mit Narrenschellenläuten. Seht's euch doch an, das Welttheater. Studiert der Mimen bunte Schau. Weiht Jokus, unserem Narrenvater, beim Spiel im Schloss ein Mainz hellauf. Ganz bestimmt die
Ich kenne bestimmt viele Leute, die oft und weit gereist. Sie alle bestätigen heute, was ich schon lange weiß. Mir hat jüngst ein Amerikaner, den ich einmal gefragt, in seiner Muttersprache mir diesen Vers gesagt. Er will von einem Besuch in Hongkong erzählen. Wollen wir die reinlassen? Bitte sehr. Normal Familie
Hat ihr Verwandtschaft in Mainz, Finde oder Gunsen und Wohnen? Mir müssen doch wieder aus der Art schlagen. Meine Schwester wohnt in Hongkong. Sie, wie die da hingezogen ist, mir wusste gar nicht, wo das leid. Und unser Oma hat gesagt, ich glaub, das Lied im Odenwald. Jede Woche rief meine Schwester an und fragt, kommst du am Wochenende? Also zweimal waren wir dort. Mein Mann ist bei der Eisenbahn. Der hat gesagt, wir haben Freifahrt bis Moskau. Wir fahren mit dem Zug. Eine lange Fahrt. Bis Bingen ging's ja. Aber dann hat sich's gezogen. Wie wir wieder zurückkamen von der langen Reise, hat uns daheim kein Mensch mehr gekannt. Wir sind durch Russland, durch die Manscherei, Sibirien. Apropos Sibirien, kennen Sie die sibirische Toilette? Sehr interessant. Besteht aus zwei Stöcken. Den einen rammt man in den Boden und hängt die Klamotte drauf. Und mit dem anderen muss man die Wölfe abwehren. Wie der Zug endlich in Hongkong eingelaufen ist, musste mir sofort wieder zurück, weil unser Urlaub rum war. Letztes Jahr im Oktober waren wir wieder dort und diesmal sind wir mal geflogen. Es hat gleich gut angefangen. Der Flughafen von Frankfurt hat eine neue Auffahrt gekriegt. Das hat unseren Taxifahrer aber erst kurz vor Würzburg gemerkt. Wir waren begeistert. Im Carraro sind wir zurück, kurz vom Flughafen fährt der offenbare Auto. Und der Taxifahrer hat sich aufgeregt. Gucken Sie doch mal, wie der fährt, wie der schon den Blinker setzt. Typisch offenbare. OF ohne Verstand. Worauf ich gesagt habe, aber hören Sie mal, ohne Verstand, der schreibt mir doch mit V. Worauf der gesagt hat, da können Sie mal sehen, wie blöd die sind. Beim Euschecken seht doch so eine dolle Dunsel zu mir. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie Übergewicht haben? Sie, die habe ich sofort in den Senkel gestellt. Und dann haben sie unser Gepäck durchleuchtet. Und dann wollten sie uns verhaften. Und alles nur, weil die gemeint haben, unser Leber war stoßen wie eine Handgranate. Und dann haben die bei mir eine Leibesfaszination gemacht. Mit dem Tennisschläger ohne Seite sind die mir meinen Körperrufen runtergefahren und bei mir hat's gepiepst. Meine Korsettstäbchen waren aus Stahl. Und dann wollte die, dass ich das Korsett ausziehe. Ich kann euch sagen, da war was los. Ich hab's nicht ausgezogen.
Aber meine ganze Figur wäre ja auseinandergefallen. Und dann sind wir endlich ins Flugzeug, ein Jumbo. Und da habe ich zu der Stewardess gesagt, Sie, Fräuleinchen, das ist ja wirklich ein schönes Fliegerchen. Und so schöne kleine Sitz hier habt ihr da. Goldig. Transportiert ihr also mal die 7 Zwäsche. Und dann habe ich nach unserem Sitzplatz gefragt. Wieso, Sie stehen doch direkt davor. Na. Na kommen Sie, machen Sie doch keine Witze. Sehen Sie nicht richtig. Aber wenn ich mich da neu zwinge, dann komme ich ja nicht mehr raus. Oder meinen Sie vielleicht, ich wollte bis an mein Lebensende mit dem Jumbo hin und rumlaufen? Ich musste nin und ich musste auch wieder raus. Aber glauben Sie mir, ich hatte 14 Tage viereckig Kist. Oh, Schnalle. 3 Stewardess habe an meinem Gurt gezogen. Und dann sind wir gestattet. Und nachdem wir oben waren, haben sie uns sofort vorgeführt, was wir machen müssen, wenn wir abstatten. Da kriegt man Vertrauen. Und dann haben sie uns die Schwimmweste vorgeführt. Alles nur für die 7 Zwäsche. Und weil sie nicht wussten, was sie mit uns machen sollen, da haben sie uns halt ein Schlauchboot um den Hals gehängt. Sie und alles nur in Englisch. Mir Drase brauche ich ja nichts zu verstehen. Mit denen fliege ich mir nicht mehr. Und dann gab es was zu trinken und dann haben wir so heiße Tische gekriegt. Und die habe ich mir dann gleich mal auf meine kalte Füße gelegt. Möchten Sie lieber Fisch oder Fleisch? Ich hätte bitte lieber Fleisch, weil Fleischvergiftung ist nicht ganz so schlimm wie Fischvergiftung. Die Stewardessen waren entzückt. Über dem Himalaya kamen wir in große Korpulenzen. Ein Luftloch. Mein Steak hat sich in meine Haaren verfangen. Der grüne Salat lag auf meiner Brille. Mein Nachbar hat sich dann nach der Aufregung eine platschische Mary bestellt. Und mir erklärt, bei so Aufregungen geht am besten Alkohol beruhigen. Daraufhin habe ich mir dann 3 doppelte Whiskys ans Rotz bestellt. Und wie ich die drunter hatte, da war ich gerüstet. Ein doppelter Looping hätte ich ohne Probleme überstanden. Sieh, ich war nach den Whiskys so in Stimmung. Und während das arme Jumbo in 10.000 Meter Höhe immer rufen Runde gehippt ist, habe ich aus voller Brust das schöne Lied gesungen. Auf und nieder, immer wieder. Thank you.
Genau wie im Flugzeug. Die Leute waren begeistert. Und die Lufthansa wollte das Lied jetzt sogar als Erkennungsmelodie nehmen. Endlich waren wir über Hongkong. Heise Dauruf. Es ist, als wenn man im Tiefflug durch die Ludwigstraße fliegt. Und die Jumbo, die beim Leininger und beim Hattie mit seinen Fliegen den Kitt von den Fenstern kratzen. Und dann waren wir endlich draußen. Und dann hat mein Mann die überaus intelligente Bemerkung gemacht. Wir wären ja jetzt wohl in meinem Heimatland, dem Land der Drachen. Und dann sind wir ins Taxi, der Taxifahrer, ein Mann wie ein Baum. Man nannte ihn Bonsai. Ja, doch, die Chinesen sind also groß wie Bonsai-Bähmchen. Und wir mittendrin, wir waren eine Sensation. Und die Chinesen, die uns gesehen haben, haben all keine Schlitzaugen mehr. Himmel, was dort so heiß. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, also wenn ich weide so schwitze, fange ich hier aus Rosten. Und was die für Hochheise haben. Wenn mir da im obersten Stockwerk steht, kann mir bei guter Sicht den Mainzer Dom sehen. Und dann wollte ich mir ein Klatsche mal kaufen. Und da habe ich zu so einem kleinen Bonsai-Mädchen auf Englisch gesagt, have you my sights? Das heißt, hast du my grace? Worauf das kleine Bonsai sich rumgedreht hat und ins Lager gerufen hat, have you King Kong sights? Und die Chinesen, die essen ja alles frisch. Wenn man zum Beispiel Fisch essen will, geht man ans Aquarium, lernt seinen Fisch persönlich kennen, verabschiedet sich von ihm und 5 Minuten später liegt er dann auf dem Tisch und guckt dann ganz vorwurfsvoll auf. Das ist nichts für Sensibelche. Oder Rindfleischsuppe. Haben Sie schon mal Rindfleischsuppe mit Stäbchen gegessen? Die Nudeln gehen ja noch. Aber die Fettaugen. Und einmal, da hat mein Mann und der Les Suppe ausgetrunken. Und dann hat sich so rausgestellt, dass es Wasser war für die Hänsewäsche. Wie wir endlich wieder daheim waren, was waren wir so froh. Wir wollten auch nie mehr eine so weite Reise machen. Aber meine Schwester ist wieder umgezogen, nach Timbuktu. Und mein Mann hat gesagt, aber diesmal, da fahren wir mal mit dem Fahrrad. Ich bin ein Mann, das kann ein jeder sehen. Ich habe Kraft, verlassen Sie sich drauf. Und sollt heut Abend hier ein Streit entstehen, dann nehme ich's bestimmt mit jedem auf.
da geh ich ran. Da fürcht ich kein Krakele. Sie soll mal sehen, ja, wie ich den verhau. Ich bin nicht schwach, ich hab nur einen Fehler. Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau. Wir haben kein Kind, das stimmt sie manchmal traurig. Und strenge sagt sie mir, du bist kein Mann. Komm, küsse mich, auf deine Liebe lauere ich. Sie schaut mich an, dann trau ich mich nicht dran. Ich stehe an der Tür wie ein armer Sünder. Eine Schande ist, dass ich mich nicht getrau. Wir bleiben allein, wir kriegen keine Kinder. Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau. Doch ist sie verreist, dann kann ich freie schalten. Dann nehm ne andere ich ins Kämmerlein. Doch an der Wand hängt's Bild von meiner Alten. Mit einem Blick, der geht durch Mark und Bein. Drum, eh ich knüpfe andere Liebesbande, dreh ich sie rum, dass sie mich nicht beschaut. Trifft mich ihr Blick, bin ich zu nichts imstande. Ich habe zu viel Angst vor meiner Frau. So leb ich nun in stetem Angstgewimmel. Doch soll sie früh versterben als wie ich. Dann leb ich auf, doch komm ich einst zum Himmel. Dann drückt von Neuem eine Sorge mich. Da frage ich den Petrus schon von außen. Ist meine Frau drin? Suche ganz genau. Und ist sie drin?
ja, dann lass mich lieber draußen. Ich habe zu viel Angst. Es ist der Josch. Jetzt darf ich Ihnen einen hochinteressanten Typ vorstellen. Er hält eine Replik eben auf diesen Papstbesuch. Es ist ein Domschweizer. Ich muss mal erklären, was ein Domschweizer ist. Ich werde immer wieder gefragt, so draußen rum, ein Domschweizer ist ein Käscheputze. Also jemand, der im Dom für Ordnung zu sorgen hat. Ich erbitte ein Signal für den Domschweizer. In Ewigkeit, Amen. Das wollt ihr doch sagen. Also sagt's doch, ihr Bloges, ehe ich mich hier blare. So ein würdiger Gruß, der dem Herzen entsprießt. Mit Herr Laubert in Mainz jeder August begrüßt. Ein Domschweizer, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, stand schon dicht an der Kanzel, doch noch nie in der Bütt. Und er fragt sich vielleicht streng bigottisch und eilig, ist in Mainz denen Nann wirklich gar nichts mehr heilig. Doch beruhigt euch, geliebte Diözesanen. Samst Heidekinder und Jungsakristanen, wenn Moderne die kirchliche Würde verrenke, emanzipierte Kaplänche ans Heirate denke, da wird mir gewiss in so seltsame Dare einen Domschweizer noch in der Fasnacht vertragen. Meine Funktion zu erklären, das ist keine Hexerei. Auch ich bin als Schweizer von Löchern nicht frei. Ein einfacher Mensch, somit. Ein einfacher Mensch, somit Fehler und Verseher. Ach, mit Schlappmaul und Dorsch, bloß dem Herrn etwas näher. Im Dom habe ich stets auf die Würde zu achten, dass die Leute nicht vor Frömmigkeit noch dort übernachten. Ich musste Pärchen erklären, das, was ihr ja schon wisst, dass man sich in der Krypta nicht unnötig küsst. Und gelegentlich muss ich den Penner noch dabben, dass die Kerl nicht am Ende noch den Messweih abzappen. Jedoch aus dem Dom, weder hinne noch vorn, ist noch nie eine entgegengesetzt rausgeschmissen worden, denn mir freie uns mehr über ein Sünder so ein Schlechte, als wir hier über 800 scheuheilig Gerechte. Seht es? So ist es auf unserer Welt. Ein Hund wird getroffen, was macht er? Er bellt. Also, ich wurde am Flugplatz auf höherer Stufe in die Dienste des Heiligen Vaters gerufen, nachdem unser Amis, mehr kann's noch nicht fassen, ihr Rollfeld einem friedlichen Zweck überlassen. Als Ido ihr Airbase geräumt, Himmelswille, da tat sich auch endlich das Wort mal erfülle, wie es in den Schriften schon ewiglich steht. Der Papst, er kommt, Johnny Walker, er geht. Applaus
Vor dem Hochaltar musste ich das mal gar nicht zum Lachen. Am prominenten Block A die Gesichtskontrolle mache, weil ich sah ja auf Anhieb und da war mancher baff, wer sonst auf die Kerst hängt und macht diesmal der Aff. Der Fuchs lernte eifrig Latein viele Wochen, denn der Schreck mit der Queen saß ihm noch in den Knochen. Als er die damals down in die Werkstatt gesteckt, das Mainzer Latrino macht ihn diesmal perfekt. Er dachte an seine Schulde und sagte bei Zeit, in vino Caritas, und da wusste er Bescheid. Und kam so ein liberaler Häuptling aufs Feld, hab ich dem beim Hofknicks die Bäsche gestellt, da lag endlich mal einer von denen auf die Knie, denn die allerbeste Messine, das war die noch nie. Die wollte den Beutiler, da gibt's keine Frage. Am liebsten 5 Tage lang beim Friedenskusare, noch eh der mit ihrem Minister geprost hat, was uns hungernde Deutsche der Krempel gekostet. Es wäre manche per ipsum cum ipso im Bohre beim Aufrechnen längst aus dem Rennen geflogen. Was tat unser Klöster Kultur schon betreibe, ohne je eine einzige Rechnung zu schreiben? Was machen wir für Klimmzüge in die Missionen? Was erteilt unser Pfarrer für Absolutionen? Und was haben unsere Krankenschwestern ohne gestutzt, umsonst schon für liberale Ehrschaft geputzt? Wollte ich bloß hinensagen und bremse den Lauf. Doch den halben Tag Fegfeuer, den nehme ich in Kauf. Den Linke im Land, die das Geld nicht bewilligt, den hatte ich schon den Paragraph zugebilligt, wo der Herr bei der Bergpredigt selig im Geist jene Armen direkt in den Himmel verweist. Wenn de Brezhnev kommen wäre, täte die für ein Zeche mit knallrotem Plüsch selbst die Kneipe auslege, da wären die Athleten, ach wenn du es nicht glaubst, noch 1000-mal päpstlicher als wie unser Papst. Uns begeistert und Alte und Junge habe 5 Tage und 5 Nächte Halleluja gesungen und manch ein Herr Pfarrer hat voller entzückt im Lefevre an Weihnachten Postcard geschickt. Und das ist ein Vorteil für Fromme und Sünder. Die einzige Enttäuschte, das waren halt die Finder, weil die Pilcher für abends und die Dreiviertelsnacht ihr eigene Wäsche samt Senf mitgebracht. Die Finder, so heißt es schon seit jener Messe, die müsste bis Pfingsten noch Gulaschsupp fressen und die Brotwäsche im Kühlschrank, die reichte bestimmt, bis Johann Paul III. Noch Gunsen umkind. Den zweiten, den bat ich in all seiner Hast, als er mich beim Abschied am Rand noch erfasst, mit reumütigem Blick und ganz ohne zu reden, er soll, wenn er wieder mehr Zeit hat, vielleicht beten, dass ich in Gesundheit leid dann und wann
auf der buckeligen Welt noch viel Spaß machen kann. Und Andi, ich stets alle Dinge beim Namen, dann soll das so bleiben. In Ewigkeit. Amen. Heute stimmt noch eine kleine um. Und dann schluck ich noch ein Stiefel und ich setz noch einen Druck. Und wann der Hankis babbelt, der mir immer verliebt, der riecht mich gar nicht auf, weil der ja gar keine Antwort kriegt. Und da wackelt der Dom und da schwanke die Mähm. Hier doch der Bäcker schaut, der macht der Mann mit Helm. Und da wackelt der Dom und da schwanke die Mähm. Hier doch der Bäcker schaut, der macht noch lang. Am Schiller mach ich immer einen riesengroßen Satz. Am Fassnatz wohne Kinder handvoll Wasser in die Fratz. Und beim guten Wäschler weich ich vor denen große Fies. Und dann hock ich mich ans Hütsche und da war ich aufs Gebüß. Und da wackelt der Dom und da schwanke die Wehm. Geht auf den Bäcker schon, der macht am langen Bär. Und da wackelt der Dom und da schwanke die Wehm. Geht auf den Bäcker schon. Der Bäcker schon, der macht noch lang. Der Bäcker schon, der macht noch lang nicht hem. Und der wackelnde Dom, und der schwanke die Wehm. Hier auf der Bäcker schon, der macht noch lang nicht hem. Und der wackelnde Dom, und der schwanke die Wehm. Hier auf der Bäcker schon, der macht noch lang. Der Bäcker schon, der macht noch lang. Der Bäcker schon, der macht noch lang nicht hem. Es steht ein Landwirt draußen. Wollen wir ihn reinlassen? Heilgrüner Plan, ein Hoch der Scholle, ich bin der Landwirt Christian Knolle. Als Kind galt meine ganze Liebe der Dickwurz schon und auch der Rübe und auch zu Säu und Federvieh, da zog es mich schon immer hin. Mein Vater war ein armer Bauer, er war nicht dumm, doch ich bin schlauer. Und drum erbte ich vom alten Knolle das Haus, den Hof und auch die Scholle. Mitsamt der Schulde und der Not, viel Steine gab's und wenig Brot. Doch dann hat die Bundeswehr die alte Manöver bei uns abgehalten und hat mir meinen Flur beschädigt. Und als mich Bonn-Kulant entschädigt, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Von nun an ging's mit mir bergauf. Mei Kühe, die hab ich demzufolge jetzt automatisch nur gemolge. Weil Kohleheizung mir missfällt, hab ich auf Heizel umgestellt. Das Pferdefuhrwerk, so ein blödes, ist ausrangiert. Ich fahr Mercedes, ein Diesel freilich, weil man hört, dass der Joach mit Heizel fährt. Und von dem Rest der Schadensmasse hab ich mei Säustellblätter lasse. Ist mal ein Sommer dürr und trocken, dann bleibe ich im Zimmer hocken. Ist mal der Nächste viel zu nass, dann macht es mir denselben Spaß, weil in solche Fälle tun die Genosse uns Bauern nie verhungern losse, weil man ja weiß aus Tradition, wir sind die Seele der Nation. Und ganz egal, was auch passiert, wir werden halt immer wir kriegen da Geld dafür. So war ich bald, wie man so seht, modernisiert und
to date. Moi geil, die Liesel und die Heide, die brauch ich heut nur noch zum Reide. Im Stall bei Kühe und bei de Kälber macht heut die Technik alles selber. Das Futter ist genau dosiert. Das wird mechanisch vorserviert und damit's die Kuh nicht zweimal kaut, ist's maschinell schon vorverdaut. Am anderen End der Kuhgesichter, da platscht's nicht mehr. Da sind heut Trichter, durch die fällt lautlos elegant der Fladen auf ein Förderband. Wird fort zum Waggon transportiert, getrocknet und gleich paketiert. Und dann käuft die chemische Industrie. Gebrauchsartikel machen die und da riert's auch her, wenn jemand sagt, aus Scheißdreck wird heut Geld gemacht. Mein Hühnerhof ist sehr erträglich. Drei Eier legt ein Hinkel täglich, weil ich, damit es auch rentiert, eine neue Methode hab euch geführt. Mein Gockel nämlich war zu emsig. Ich hab gedenkt, den Kerl, den brems ich, damit mein Hinkel und die Henne in Ruhe ihr Eier legen können, hab ich den Bruder ungelogen spontan aus dem Verkehr gezogen. Seit der Zeit geht's wie gemobbelt. Ich hab meine Produktion verdoppelt. Mei Hühnerfarm Rendite hotze. Nur tun mei Hingel mit mir motze. Ich hab den Eindruck unumstritten. Jedoch mei Säu sind sehr zufrieden. Ihr glaubt's ja nicht, wie ich mich freu. Ei, die leben gar nicht so wie Säu. Die schwelgen nur und mit Genuss, die fressen all mein Überschuss. Die fressen Wäsching, Äppel, Bieren, tun so den Marktpreis regulieren. Von meine Kühe kriegen die Milch. Das müssen wir, sonst werden sie billig. Und wenn sie billig ist, das wisst ihr, dann mault der EWG-Minister, der droht und sagt, macht bloß keine Faxe. Wie soll der Butterbech dann wachsen? Wir müssten dann auf diese Weise runter mit den Butterpreisen und dann kennt jeder kleine Brave statt Margarine Butterkafe und das wiederum gibt böses Blut. Und drum habe es auch moi Säu so gut. Der neueste Trend, ihr habt's gehört, kein Mensch mehr nach Italien fährt, kein Mensch will mehr nach Spanien fliegen, das deutsche Volk will Landluft riechen. Die Wohlstands-High Society liebt Urlaub jetzt beim Ochsenvieh. Ich hab gedenkt, das könnt ihr habe, frisch auf ans Weg, es wird schon klappe. Zunächst hab ich, weil's Bauland teuert, zwei neue Brachland gut verscheuert und hab von denen Zinseszinse jed Dach gedeckt mit Stroh und Binse, denn ein strohgedecktes Bauernhaus sieht jedenfalls romantisch aus. Und dann hab ich Gasestall und Schuppe umfunktioniert in Bauernstube. Die alte Scheier, was auch immer, ist hergerichtet für fremde Zimmer. Wo früher Mist war oder Pfuhl, da plätschert heut ein Swimmingpool. Den Hingelstall, den ließ ich kalge, denn den brauch ich für die Donnerbalge und in die Tier, da kommt der Herz. Ihr steht doch heut auf solche Fetz. Doch um das Milieu auch zu erhalten, bleibt Bertha eine Kuh, die alte, im Kuhstall hinne in der Eck zu einem ganz speziellen Zweck. Denn dort kann der Gast ganz nach Beliebe persönlich sich im Melge üben. Nur darf man nicht mit kalten Finger zum Melge an der Kuh ihr Dinger.
Weil dann erschreckt die augenblicklich und meine Kuh ist nicht mehr glücklich. Das andere Großvieh, was ein Klick ist, fort in Richtung Wurstfabrik. Das Klarvieh bleibt, weil ich studiert, wie das den Sexus inspiriert. Am Hasestall stehen Gäste, man guckt, wenn fleißig dort das Hanschen zuckt. Zwar mahnt so ein Simpel von der Post, der Stallhas hätte Schüttelfrost. Doch sechs Zoll Frau, du blöder Hund, wärst du nur einmal so gesund. So wirkt des Hofes Fluidum unsagbar auf mein Publikum. Wenn's Nacht wird, kommt das Volk in Wallung, dann ist High Life in jeder Stallung. Am Schafstall rechts am Brunnen schräg ist Ringelpiez zur Diskothek. Gleich überm Saustall steht ein Satz, besucht die Bar zum wilden Watz. Und damit es auch, indem man trinkt, stets gut nach echter Landluft stinkt, da rennt dann zu bestimmter Zeit ein Gasbock durch die Räumlichkeiten. Und dann ab 12, da ist man in. Man hat den Stallhas noch im Sinn und auch den Gickel mit der Henne. Man macht den Luft dann auf die Tenne, denn auf der Tenne unterm Dach bleibt selbst der müdste Heini wach. Weil dort tanzt Sophie, unsere Magd, ein klasse Striptease, pudelnackt. Sie dreht nur Kopftuch, selbstverständlich, und Watt im Ohr, das wirkt so ländlich. Meine Urlaubsgäste sind frei und froh. Man heiert, bobeiert und raschelt im Stroh. Ich denk für mich, macht was ihr wollt. Die Hauptsache ist, der Rubel rollt. Jetzt muss ich aber fort, Atsche. Ich hab mein Diesel draußen stehen, sonst müsste ich ja in Kaufhof laufen. Muss Butter, Milch und Eier kaufen. Darf auch Kartoffeln nicht vergessen, meine Gäste, die warten schon aufs Essen. Hello! Bye.
Obwohl wir in diesem Jahr ja bereits ein charmantes Prinzenpaar haben, wollen wir Ihnen noch eine andere Type von Prinz vorstellen. Und zwar ist es Prinz Bibi. Ich bitte um die Jubelfanfare für Prinz Bibi. Ich heiße Prinz Bibi und entstamme dem alten Mainzer Adelsgeschlecht derer von Bibis. Von einem meiner zahlreichen Vorfahren stammt der berühmte Ausspruch: Gibt's denn in dem Lade hier nichts zu trinken? Was ist denn das? Schon wieder Sekt. Macht nichts, mir trinke alles. In vino prostata. Ja, was der Grupp in Essen, da sind mir Bibis in Trinken. Also in meiner Jugend, da habe ich ja eine vorzügliche Ausbildung genossen. Ich habe nämlich Prinzologie studiert. Auf der Spirituose-Akademie habe ich auch mein Diplom abgelegt. Ich weiß nur nicht mehr, wohin. Und seitdem bin ich Diplomprinz. Also ein echter Dibbelbibi. Meine Doktorarbeit, die trug den verheißungsvollen Titel: Der Prinz, seine Rolle und die passende Toilette dazu. Daraufhin hat mich der Hackle spontan zum Dr. WC ernannt. Und klingt ja auch viel vornehmer, unseren Prinzen, Herr Doktor. Ja? Seht ihr das? Da hockt er. Und das ganz ohne Scheu, ne? Ja. Ja. Wissen Sie, in Mainz Prinz zu werden, das ist ja gar nicht so einfach. Da muss man sich gegen sehr starke Konkurrenten durchsetzen können, ja? Prinz Rolf zum Beispiel, der hat in diesem Jahr Schwein gehabt. Der hat gewonnen, ja? Aber da gibt's noch so einen gewissen, wie heißt der noch, einen Numerus Clausus, ja? Aber gegen mich hat ja so ein Ausländer ohnehin keinerlei Chancen. Und wir Prinzen kommen ja weit herum in den deutschen Landen und dort besuche ich all diese feinen Karnevalsvereinigungen und mondänen Faschingsgesellschaften, ja, also diese exklusiven Humorkonzerne, ja. Und dort regieren die höchsten Mützenträger des Karnevals. Präsidente, Exzellenze, Korpulenze, Dekadenze. Und die bilden in ihrer Gänze so eine Art bundesdeutscher Humormafia. Ja. Ehrlich? Die, doch. Ja. Sie, die nehmen die Fasnacht beileibe nicht so ernst wie mir hier zum Beispiel. Nein, die nehmen sie todernst. Für diese Leute sind wir Prinzen ja doch nur das
fleischgewordene Lustalgiesymbol ihrer eigenen unbefriedigten monarchistischen Traumgelüste. An dem Satz habe ich 4 Wochen lang gearbeitet. Ja, und diese Frohsinnsfunktionäre, die haben ja auch das ursprünglich volkstümliche Narrenspiel mehr zu einem rein gesellschaftlichen Spektakulum umfunktioniert, ne? Für die Faschings-Hot-Volée, die ganz hohe, da tagen sie in den riesigen Festsälen der Karnevalsmetropolen unseres Landes, also in Deutschlands größten Humorbedürfnisanstalten. Und da serviert man ihnen dann diesen synthetischen Frohsinns-Gelee. Oder auch anders ausgedrückt, Joghurt in Aspik, ne? Und und da ist den Leuten ja auch kein Eintrittspreis zu hoch. Nein, die zahlen das alles, ich hab's erlebt, bis zu 40 Mark und mehr. Pro Person, 40 Mark, 40. Fetzig, fett, 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 fett. Aber lassen wir das. Ich weiß ja nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, aber im Karneval, da wird diese flexible Altersgrenze doch oft recht großzügig ausgelegt. Da trifft man doch hin und wieder auf so manchen Uroldtimer der närrischen Rostra mit Rentenanspruch, ne? Ich bin ja nicht gerade der jüngsten einer, aber im Vergleich zu anderen Faschingsgrößen doch noch ein rechter Spring ins Feld, ne? Ja, als Spring ins Feld. Dennoch weiß ich ja eins bestimmt, ich höre mal viel früher auf als wie die anderen, solange ich noch jung bin. Ehrlich, bei mir ist mit 95 Schluss. Ja. Danke. Da kann man mich dann ruhig auf Eis legen, sozusagen als Bibi on the Rocks. Zurzeit bin ich halt noch ein reiner Augenschmaus. Kein Wunder bei diesem Corpus Delicti, Delixe. Und dazu dieses männlich edle Antlitz, welches bei Damen jeglichen Geschlechts automatisch eine Art erotische Raserei hervorrief. Ne? Auf. Hey. Auf diesem Gebiet bin ich sozusagen der Marc Spitz für frustrierte Funkenmariechen. Was für den Playboy ist das Geld, ist Bibi für die Frau von Welt. Ich will ehrlich sein, dieses Gericht habe ich natürlich selber in Umlauf gesetzt. Gell? Clever. Ja, Bibi weiß, was Frauen wünschen. Gell? Wie sagte doch da neulich eine von mir ganz leicht verwüstete Dame, ja, Prinz Bibi in der Hand ist besser als der Neger auf dem Dach.
gebe ja zu, das ist ein wenig übertrieben, denn wann war der Nische das letzte Mal auf dem Dach? Ja, ja, ja. Doch genug des Frohsinns und der Tollerei. Kehren wir zurück zum Karneval. Wir sind ja schließlich hier nicht zu unserem Vergnügen da, gell? Ja. Hier bei uns in Mainz, da läuft ja das ganze Narrenspiel eigentlich recht reibungslos über die Bühne. Allerdings nur so lange, bis da sich die Champagne ihrem Höhepunkt nähert. Dann droht Unbill, ja, dann erscheinen die Fernsehgewaltigen und die verkünden dann lauthals: Spaß beiseite, genug gelacht, jetzt ist Fernsehfasnacht, gell? Ja. Früher gab es ja da so manche Schlacht hier um einen Platz an der Sonne, also auf der, ja, auf der Mattscheibe. Gibt's nicht mehr. Alles vorbei, kein Streit mehr, alles viel besser geregelt als wie früher. Ganz einfach. Alle Akteure mit geradem Geburtsdatum, die dreht im ZDF auf und die ungerade im ARD. Ja, und das ist eine Lösung. Ja. Ja. Dennoch kann man es ja kein Mensch recht machen. Aber was soll's, schließlich, wir sind ja alle nur Menschen, die meisten wenigstens. Und perfekt ist keiner, auch Prinz Bibi nicht, wenn ich mich mal so formulieren darf. No Bibi is perfect, nicht? Aber ich lasse mich da nicht verunsichern, weder von rechts noch von links, von oben oder unten. Als Narr, da nehme ich auf die Schippe, was mir missfällt und was mir Spaß macht. Und sei es auch mal die eigene Sippe. Denn das ist echte Mainzer Fasnacht. Hello! Er blieb bei dir.